Aber was CSV anbelangt, du willst dich schon nach Moloch relativieren, dass sie nach vieles mich streng mehr wollte, mehr wie die Regierung. Schwätze von einer Tracing-App bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht. Respekt für der Freiheit und von der Autonomie vom Einzelnen. Keine Einschränkung von den Grundrechten, keine Repressionen. Ja zu freiwilligen Impfungen. Besonders die Regierungsrhetorik mit Abteilung vom Land an die gut Geimpften, an die Base-Impfskeptik hat viel Schaden gemacht. Zur Erinnerung, legt die sich nicht wollten impfen lassen, dürfen de facto vom sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen an sie müssen bezahlen, für der verschaffen zu gehen. Aber die große Majorität von den Demonstranten war friedlich. Wir haben sie dafür kritisiert und verdammt, an leisen Augen der Stadt absolut inakzeptabel. Kann man nicht akzeptieren, die repressive Politik an einer Demokratie muss immer Platz sein für eine Meinungen und für Protest. Wo ist dort Toleranz, wenn der immer so groß geschwärzt wird, da müssen an der Heimann. Leider hatten wir auch herzerfüllte Artikel gegen im Skeptiker vielen an großen Zeitungen. Press war größtenteils alles ähnlich wie nuanciert oder gemäßigt. Müsst sie sich auch nicht mal an erfreuen, weil wir so werden an ein Selektrop, dass sie medizinisch Hilfe können kriegen für Probleme bei ihren Krankheiten, nur denen während der Pandemie keine geguckt gehen aus. Corona hat für alle Morde akut versucht von einer sozialistischen Gesundheitspolitik gewesen, die jahrelang besser aufgebaut hat, ob schon die Bevölkerung massiv gewachsen ist. Da war ich wie in der Gung, als das für allem den Doktoren an dem medizinischen Personal zu verdanken. Hinein so man einmal ein großes Merci. Wir wollen die Freiheit von den Leuten verdienen. Wir wollen keine QR-Code, die als Leben reglementieren und kein Gesundheitspass, den an der EU als Neutralitätsdokument gilt. Die letzten Jahre haben uns leider gewissen, wie zerbrechlich als Freiheit ist. Wir werden die Kleingeschäfte müssen zumachen an die Großkonten abbleiben. Auch wirtschaftlich schiert darf man nicht vergessen. Die Existenz von vielen Bürger am Mehrwertsverhältnis konnte gesichert gehen und das ist auch gut errichtet. So. Als Erdier hatten wir 200% Lohnausgleich gefroht und nicht nur mit 80%. Wie aber mit den liberalen Berufen und Geschäftsleuten umgegangen gehen, muss auch nach Genehmigung geguckt gehen. Weil viele Betriebe und ganze Wirtschaftssektoren sie bleiben Probleme entstehen. Horeca und Logistik sind heute zwei Beispiele verfehlen.